Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Schön, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt. Und ja, tatsächlich ist das jetzt meine erste Real-Life-Story, die ich jetzt mal raushaue. Denn wahrscheinlich wird der ein oder andere von euch mitbekommen haben, dass irgendwie jetzt seit Montag kein Video kam und auch irgendwie nicht so viel Twitter und hast du nicht gesehen. Und ja, da wollte ich zumindest mal ein paar Infos rausknallen, warum und wieso das so ist. Tatsächlich hatte ich jetzt an dem Dienstag dieser Woche, ist mir was passiert in meinem Autofahrerleben, was mir in meiner Autofahrervergangenheit noch nie passiert ist. Und zwar hatte ich einen Autounfall, ja. Und zwar nicht irgendwie so ein Ding, ich titsch mal einem hinten rein oder fahre in den Bordstein, sondern halt so ein richtiges Ding, wo ich halt einen vollen Abgang gemacht habe, ja. Und das finde ich das Schöne an YouTube ist einfach, so viel Spaß, wie man hier auch machen kann, finde ich es ganz geil, dass ich dieses Video so ein bisschen darüber dazu nutzen kann, mir das so ein bisschen von der Seele zu reden, ein bisschen darüber zu reden und euch auch so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Denn es gibt tatsächlich nichts Unerotischeres, als einen Autounfall zu haben, ey. Und zwar ist das so passiert, es war auf der A24 tatsächlich und das war auch irgendwie im Radio dann nachher und ich habe ja mein Bild dann von dem Fahrzeug auch dann im Internet gefunden und es ist eben so gewesen, ich war auf der Autobahn unterwegs, tatsächlich auch so wie das Wetter jetzt gerade so draußen ist, während ich hier aufnehme, also Sonnenschein und trockene Fahrbahn und viele wissen ja, ich bin halt auch ein zügiger Fahrer, ja, also braucht man jetzt mal ja keinen Hehl drum zu machen, also dass ich hier nicht nur mit 120 auf die Autobahn rumschleiche, ist klar, sondern ich fahre halt auch mal einen zügigeren Schuh und ja, zwischendurch, klar, Aprilwetter halt, ne, da war mal ein bisschen Regen, ein bisschen Gefissel einfach, wo man dann nochmal den Scheibenwischer anmachen musste, wo die Fahrbahn ein bisschen nass ist und dann drosselt man natürlich so ein bisschen auch seinen Fahrstil, weil Regen normal natürlich auch nicht ungefährlich ist und dann war wieder Sonnenschein. Dann fährt man wieder und tatsächlich war das dann auf der Höhe da irgendwie Hornberg, Schwarzenbeek, keine Ahnung, irgendwie sowas da so in der Richtung. Ich fahre da ja auch nicht total oft lang. Es ist dann so gewesen, dass es dann anfing zu regnen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du mal ein bisschen Piano. Also ballerst halt nicht mehr auf der linken Spur volle Möhre durch, sondern gleich mehr auf der linken Spur geblieben. Und dann ist von diesem Regen, muss man sich vorstellen, schlagartig, und ich übertreibe das nicht, schlug dieser Regen in einen Hagelsturm um. Das hast du aber auch nicht kommen sehen. Also der Himmel war ein bisschen verdeckt, aber du hast von einer Sekunde auf die nächste, als wenn du über eine Grenze fahren würdest, einen Hagelsturm und die Fahrbahn ging von regnerisch, nicht nass, sondern feucht, sag ich mal. Als wenn du so eine Linie ziehen könntest in Schneematsch. Schneematsch, Hagel, was das auch immer gewesen ist, aber du hast nicht keine Spurrillen gehabt, sondern als wenn wirklich jemand wirklich so einen Eimer Schnee über die Straße gekippt hätte. Und ich hatte wohl scheinbar das Glück, einer der ersten gewesen zu sein, die voll da reingeballert sind. Und du merkst halt wirklich sofort, wie es dir halt den Kontakt zu der Straßenfläche halt wegreißt. Ja, also ich habe instant gemerkt und ich bin der Meinung, ich weiß, wie mein Auto fährt und dass ich das unter Kontrolle haben kann. Aber das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Du merkst halt wirklich sofort, wie es dir den Kontakt zu der Straße entreißt und das Fahrzeug so langsam anfängt, sich links und rechts zu bewegen. Und was macht man in so einem Moment? Man tritt auf die Bremse. Ich war selber einer von den Kandidaten, die gesagt haben, ja, wenn mir sowas passiert, dann hält man das Lenkrad gerade und man lässt das Fahrzeug ausrollen und man drückt nur so ganz kurz ein bisschen auf die Bremse. Bullshit. Ja, Gelaber. Wirklich. Jeder, der das von sich behauptet, hat wahrscheinlich noch nie einen Autounfall gehabt. Keine Ahnung. Aber das, du machst das, was dein Instinkt dir sagt. Du willst dein Fahrzeug zum Stehen kriegen. Heißt also, du drückst darauf die Bremse. Ich kann mich nicht mehr daran wirklich komplett daran erinnern, ob ich voll reingetreten habe, also eine Vollbremsung machen wollte. Ich glaube nicht, sondern ich habe schon versucht, das Ganze so ein bisschen abzufedern. Aber die leiseste Berührung auf der Bremse war Feierabend. Ja? Und ich habe dann sofort gemerkt, wie meine Räder durchgedreht sind, blockiert haben. Ich habe keine Ahnung. Dann ist mein Fahrzeug halt
hat sich quergestellt. Ich bin erst so ein bisschen so gedriftet oder geschlittert. Und dann halt mit voller Geschwindigkeit vorne links halt in die Leitplanke rein. Ne? Und in dem Moment, wo du diese Leitplanke, also wirklich, das gibt einen Ruck. Du wirst nach vorne gedrückt. Ich habe nicht mal mitgekriegt, wie die Airbags ausgelöst haben. Links und in der Seitentür. Und du kriegst da gar nichts mehr davon mit. Das geht ja alles in Sekunden, wirklich in Sekundenbruchteilen. Ja? Also du sitzt dann da, du krallst dich in dieses Lenkrad, du wirst durchgeschüttelt. Dein Kopf links, rechts und du versuchst einfach nur in diesem Sitz sitzen zu bleiben. Und Sekunden später bin ich dann auch zum Stehen gekommen, ja. Und guck halt an mir runter, ob irgendwie noch alles da ist, wo es hingehört. Und mach dann meine Tür auf, steig aus und mir war so schwindlig. Ich bin wirklich nur so aus dieser Tür rausgetorkelt und hab meinen Kopf geschüttelt und hab mich umgeguckt. Und ich hab gar nicht realisiert, wo ich genau zum Stehen gekommen bin. Und bin dann halt links zum Fahrbahnrand. Ne? Also Hauptsache weg von diesem Auto, weg von der Fahrbahn. Es hat gehagelt. Und ich habe mich dann erstmal nur wie heißt sie? Auf der Leitplanke. Auf der Leitplanke rechts vom rechten Fahrbahnrand habe ich mich abgestützt und habe mich dann da irgendwie hingesetzt und hab dann von rechts auch schon mitgekriegt, wie dann irgendwie auch Leute auf mich zugerannt kamen oder zugelaufen und mich gefragt haben, ob alles in Ordnung ist. Und dann, weil es war wohl so, vor mir haben sich auch schon zwei gedreht, die haben aber es wohl irgendwie geschafft, dann noch sich auf den Seitenstreifen zu retten. Dann kam auch schon jemand an und hat irgendwie meinen Hals so festgehalten. So und hat mich gefragt, haben sie irgendwelche Schmerzen oder haben sie keine Ahnung. Und ich habe halt nur gesagt, ja, es ist irgendwie noch alles dran, aber ich habe halt ziemlich üble Schmerzen hier so im Nackenbereich und hier so im Rücken und hinten an der Rippe hatte ich es auch irgendwie. Und man kapiert ja in diesem Moment irgendwie überhaupt nichts, weil ich habe ja noch nie so einen Schockzustand irgendwie erlebt. Also mir war kalt, ich habe gezittert, ich habe nur auf die Fahrbahn geguckt, ich kann euch nicht mehr sagen, worüber ich nachgedacht habe. Dann kommt dann irgendwie so von links ein Feuerwehrmann auf mich zu, nachdem dann die ganzen Feuerwehrwagen da geparkt haben und der sagt dann auch zu mir, welches Auto hier ist von Ihnen? Ist das der BMW da? Und ich so, ja, das ist meiner. Ja, kommen Sie mal mit. Da vorne steht schon ein Rettungswagen und so. Und ich so, ja, kein Stress. Also, weil, keine Ahnung, das war ja völlig absurd, die Situation. Dann bin ich halt zu diesem Rettungswagen und dann musste ich halt einsteigen. Und dann kommst du halt auch so langsam irgendwie zur Ruhe, ja. Und dann musste ich mich halt auf diese Bahre setzen neben diesem Rettungswagen und dann Blutdruck gemessen und ja, legen Sie sich mal hin. Und da kam auch schon der Polizist an irgendwie und fragte dann so, ja, wie schnell waren Sie denn? Also das sind wirklich die ersten Fragen, die die Polizei halt stellen. Ne? Wie schnell waren Sie? Ich so, ja, keine Ahnung, ey. Ich habe nicht mehr auf mein Tacho geguckt, als ich in diesen scheiß Hagelsturm reingefahren bin. Und dann kam irgendwie die Feuerwehr, irgendeiner kam dann noch da rein und dann fing man sich halt so an, so unterhalten, ne? Weil es war ja mehrere Unfälle und es war ja wohl so eine Kolonne von Rettungswagen und die hatten wohl irgendwie noch nicht die Freigabe, dass sie losfahren durften, weil sie mussten auch irgendwie noch absprechen, in welches Krankenhaus man dann fährt und was weiß ich, also keine Ahnung, ich kenne sowas ja alles nicht. Und dann sagt er so, ja, seien Sie froh, dass Sie in diesem BMW gesessen haben, weil wenn Sie irgendwie in einem Kleinwagen gesessen hätten, dann wären Sie irgendwie wahrscheinlich nicht an einem Stück da rausgekommen. Da muss ich dann tatsächlich erstmal schlucken, Alter. Weil ich dachte mir so, okay, alles klar, wenn das ein Feuerwehrmann zu dir sagt, ja, und dann liegst du halt auf dieser Bahre, in diesem Rettungswagen irgendwie und dann sagt der Sanitäter dann irgendwie so, ja, das wird jetzt mal kurz stechen irgendwie so und er hat tausend Fragen gestellt, so, ja, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wie fühlen Sie sich und wo haben Sie Schmerzen und dann tasten die dich ab und dann kriegst du halt diesen Tropf, dann sagen sie, ja, das sind jetzt Schmerzmittel und jetzt nichts Starkes oder so, sondern generell einfach, damit dass sich das jetzt nicht total verkrampft bei Ihnen alles und ich so, ja, gib her. Und dann kommst du halt in diesem Rettungswagen, während du dann da minutenlang liegst und darauf wartest, dass du halt losfährst, weil ich war ja jetzt nun mal leicht verletzt. Ne? Ich war ja jetzt hier kein schwerer Fall, wo hier tatütata sofort alles losgehen muss, sondern dann liegst du halt da und dann fängst du halt erstmal an zu heulen. Ne? Das kann man auch einfach so sagen, weil du realisierst in diesem Moment wirklich erstmal, was du da gerade überlebt hast. Sondern ich sage wirklich überlebt,
Weil mit so einer Geschwindigkeit einen Abgang zu machen, da gehören schon ein paar mehr Schutzengel dazu, ja. Und irgendwann ging es dann halt los, dann sind wir zum Krankenhaus gefahren. Ich habe auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lang die Fahrt war, weil ich habe nur die ganze Zeit diesen Tropf angeschaut, dieses Mittel, und mir gingen tausende von Gedanken durch den Kopf, also wirklich keinen klaren Gedanken gehabt und so. Und dann kommt man halt erstmal in den Krankenhaus. Also ja, und jetzt, wie gesagt, im Krankenhaus dann halt dieses ganze Prozedere, das will ich jetzt nicht alles ausführen, aber ich habe halt das ganze Programm durchgemacht mit irgendwie Röntgen und Ultraschall und EKG, also irgendwie Herzrhythmus, und geguckt, dass halt nichts angebrochen ist, dass halt keine inneren Organe verletzt sind, weil bei so einem Aufprall oder weil ich bin ja durch die Gegend geschleudert irgendwie und habe mich wohl noch so aufgebäumt. Da kann es ja passieren, dass dir irgendwie die Milz reißt oder so ein Scheiß, ne? Aber war alles halt gut, es ist nichts passiert, wo ich auch sagte, so, boah, Gott sei Dank. Der sagte halt nur so, ja, worauf sie sich halt einstellen müssen, weil Schleudertrauma halt und Prellungen hinten an der Rippe und hier am Oberarm, dass ich mich wahrscheinlich die nächsten Tage erstmal ein bisschen kacke fühlen werde. Was tatsächlich auch so ist. Also mir geht's soweit gut, aber mir tun halt echt die Knochen weh. Jetzt nichts Lebensgefährliches, aber beim sich bewegen oder ins Bett steigen, das merkt man halt schon, ja. Ja, aber ich sage, das war ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis, das wünscht man keinem. Dieses, in dem Moment, wo du merkst, dein Fahrzeug verflüchtigt sich, das ist ein Gefühl. Die nächsten Sekunden, was dann passiert, das kann man nicht beschreiben. Man verkneift sich immer so, das muss man selbst erlebt haben. Nein, muss man definitiv nicht er selbst erlebt haben, auf gar keinen Fall. So dieses ganze, man denkt nochmal über sein Leben nach oder die Familie, das Leben zieht an einem vorbei, Bullshit. Ich hatte auch keine Angst. Also null. Ich finde es halt unfassbar bemerkenswert, wie schnell dein Körper mit diesem Adrenalin geflutet ist. Und du spürst halt nichts, ne? Also kurz bevor ich weiß nicht mehr genau, ob es kurz bevor ich die Leitplanke geknutscht habe oder da reingeballert bin, oder die halbe Sekunde, nachdem ich halt da rausgeschleudert worden bin, du denkst halt wirklich, und ich überdramatisiere das jetzt nicht, sondern es ist wirklich Fakt, du sagst zu dir selbst, stell dich darauf ein, dass du jetzt sterben wirst. Oder dass du sterben kannst. Stell dich wirklich, alles, was da passiert, ist in Sekunden, aber deine Gedanken ziehen sich wirklich in die Länge, als wenn das Minuten wären. Und du sagst dann wirklich zu dir so, stell dich jetzt zumindest aufs Schlimmste ein, dass du jetzt gleich abkratzt, ja? Und in dem Moment denkst du halt einfach nur noch darüber nach, dass es hoffentlich, wenn das Schlimmste eintritt, dass es schnell geht und dass es nicht wehtut. Das sind die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und das finde ich halt extrem abgefahren irgendwie. Letztendlich fühlt sich das alles so an wie eine Achterbahnfahrt, aus der du nicht aussteigen kannst. Du wirst durch die Gegend geschleudert, du kommst mit dem Kopf gegen die Säule, und ich hab auch zwei Beulen am Kopf. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich irgendwo überall gegengestoßen bin. Ich habe auch eine Prellung oben, also so einen fetten blauen Fleck am Oberschenkel, wo ich keine Ahnung habe, wo ich den her habe. Wahrscheinlich irgendwie, als ich in diese Böschung geheizt bin, rückwärts, wahrscheinlich mit dem ganzen Körper so unters Dach. Vielleicht habe ich mir den Kopf auch an der Decke gestoßen. Das kann auch sein. Dass ich mit meinem Bein unter das Lenkrad drunter bin. Ich bin froh, dass ich mir nicht die Eier da irgendwie abgerissen habe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war bis jetzt die Story, so wie ich es erlebt habe. Ich kann tatsächlich, muss ich jetzt selber sagen, ich würde nicht von behaupten, dass das ein Fall von grober Selbstüberschätzung ist. Ich habe schon Situationen gehabt, wo ich selber gemerkt habe, so, oh, da warst du vielleicht ein Ticken zu schnell. Aber das ist eine Situation gewesen, die hast du nicht kommen sehen. Die hast du ums Verrecken nicht kommen sehen, ja? Ich habe mir auch im Nachhinein gedacht, so, wenn ich jetzt der Einzige gewesen wäre, der den Abgang gemacht hätte, dann hätte ich auch gedacht, so, okay, war es ein bisschen dämlich, ja? Also, okay, aber da es scheinbar mehrere Fahrzeuge waren, hat es nicht nur mich überrascht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe einen heiden Respekt. Jetzt nicht vom Autofahren, so, weil ich würde mich jetzt sofort wieder in ein Auto setzen, wenn ich jetzt eins hätte, weil mein Auto ist jetzt total schaden. Aber ich muss sagen, ich habe Respekt vor härteren Wetterbedingungen. Nicht unbedingt vor Regen, aber ich glaube, wenn der nächste Winter kommt, so Hagel und Schnee, ich glaube, dann wird man sich an diese Situation zurückerinnern. Von daher, alle, die Auto fahren von euch schon oder die gerade den Führerschein machen,
Fahrt vorsichtig, ey. Ey, ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei den ganzen, wahrscheinlich sieht es keiner, aber bei den ganzen Fachkräften da, Rettungswagen, Polizei, was, whatever. Vor allen Dingen an diesen super netten Typen, der mir da den Kopf gestützt hat, der da einfach bei diesem ganzen Hagelsturm in diesem blauen Hemd vor mir stand, hochgekrempelt, der so zitternd vor mir stand, weil dem Arsch kalt war und ich die ganze Zeit gesagt habe, zieh dir meine Jacke an, also. Daumen hoch dafür. Ja, ich sage an dieser Stelle auch nochmal, bei mir geht es jetzt hier natürlich auf dem Kanal ganz normal weiter. Ich brauche jetzt einfach die letzten 2, 3 Tage einfach mal, um mal wieder einen klaren Kopf zu fassen und so. Und klar wird er so dem, ja, tu dir mal die Ruhe an, Hadi, aber nein. Weil gerade so dieses ganze YouTube-Gedöns, das ist auch jetzt gerade eine schöne Ablenkung, mal wieder Mario Maker aufnehmen und so, weil ich möchte das Thema jetzt hiermit auch abschließen. Ich will da nicht mehr drüber nachdenken. Ich will jetzt einfach weitermachen, so wie bisher. Ich hatte mehrere Schutzengel, das ist die Hauptsache. Komme jetzt demnächst ein paar mehr Produktplatzierungen. Ich brauche schließlich ein neues Auto, ne? Wie gesagt, abschließende Worte. Und jetzt ernsthaft, da bin ich jetzt mal die Moralapostel. Fahrt vorsichtig, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht morgen schon in einem anderen Video wieder. Also, haut rein.